Unterstützerinnen, bei allen Mitarbeiterinnen möchte ich mich bedanken, bei den Menschen aus den Bezirksgruppen, natürlich auch vor allem bei Niki Kunde hat, der das mit uns gemeinsam organisiert hat, ganz wichtig, der da vorne sitzt und dafür herumgeschleppt hat und viele Dinge gemacht hat. Aber vor allem bedanken wir uns bei den über 700 Menschen, die unterschrieben haben, die beim Brunnenkomitee ganz, ganz wichtige Unterstützerinnen waren. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir wollen eigentlich ein Fest machen dazu. Und zwar, es geht leider nicht im Spektakel, wir werden uns einen anderen Ort hier suchen in der Gegend. Und zwar, wir haben uns eigentlich einen schönen Tag ausgesucht, und zwar den Freitag, den 13. Februar. Das ist immer so ein schöner Tag, Freitag, der 13. Ein Glückstag für Wien. Das wird das Motto heißen, und wir freuen uns, und deswegen vielen Dank. Und wir laden Sie alle und alle Unterstützerinnen ein, zu kommen und mit uns gemeinsam zu feiern, dass der Naschmarkt schön bleibt. Wir alle, die dort wohnen, wissen, dass es keine Garage braucht. Zum Beispiel ist eine stehende Redewendung von Gästen, die zu mir kommen, die mich besuchen kommen, sagen, hörst du, ich habe ganz leicht einen Parkplatz gekriegt. Ja, das höre ich immer wieder. Die Leute glauben immer, in der Windseite gibt es keinen Parkplatz. Das ist aber das Gegenteil der Fall. Ich krieg fast immer direkt vor meinem Haus einen Parkplatz und gehe nicht dann nur ein Stückchen weitersuchen. Die Stadt Wien führt übrigens auch Erhebungen durch, wie sehr die Stellplätze ausgelastet sind. Und da zeigt sich, dass in Mariahilf etwa die Parkplätze am Vormittag zwischen 9 und 11 Uhr zu 65% ausgelastet sind. Zwischen 20 und 22 Uhr sind es 92%. Das heißt, es gibt, und das bestätigt der UV Deißen, freie Parkplätze genug. Das heißt, wenn es starken Niederschlag gibt, dann kommt das Wasser aus dem gesamten verbauten Gebiet in den Wienfluss, nicht mehr in den Sammler, oder nicht in den Sammler wie geplant. Und damit besteht nach wie vor eine gewisse Gefährdung für den Wienfluss. Und wenn schon etwas sensibel ist, warum soll man es noch sensibler machen und hier irgendetwas in den Abflussquerschnitt einbauen? Das ist schlicht nicht gerechtfertigt. Aus Verkehrssicht ist die Garage tatsächlich unnötig und total wider jeden Verstand. Es ist richtig, jeder zusätzliche Garagenplatz oder Stellplatz in der Stadt, in Wien, verursacht täglich 13 Kilometer Autofahrten. Das heißt, wenn man das summiert, ich glaube, es wären ungefähr 350 Stellplätze gewesen, wären das täglich 4.550 zusätzliche Pkw-Kilometer gewesen, die da in Wien durchaus auch zentrumsnah passiert werden. Möglicherweise gibt es am Samstag Engpässe. Die Frage ist, die sich hier stellt, will man hier Pkw-Verkehr erzeugen und die Leute animieren, dass sie zum Flohmarkt oder ins Theater mit dem Auto kommen. Ich denke, gerade innerstädtisch ist es auch angesichts des guten öffentlichen Anschlusses überhaupt nicht nötig und verkehrsmäßig kontraproduktiv und widerspricht jeglichen Zielen, die sich diese Stadt auch von offizieller Seite gesteckt hat. Deswegen bin ich sehr froh, und es ist der richtige Schritt, die Garage nicht zu bauen. Ja, ich glaube, mehr braucht man nicht sagen, dass einer das Wasser bis zum Hals steht, haben sie gemerkt in der Hochwasserstudie, die sie abgebrochen haben. Und ich sage nur, ich bin da schon oft auf dieser Bühne gestanden in meinem Nebenberuf als Kabarettist, aber so erhitzt habe ich dabei noch nie Kopf gehabt.